Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mond der Rache. Ich bin euer Chotin und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein bisschen auf den Sack geben mir die Vogelgezwitscher und Geräusche, die die ganze Zeit im Hintergrund sind. Die würde ich gerne separat irgendwie einstellen können, aber das konnte ich nur an- und ausstellen. Ja, schade, dass da kein Lautstärkeregler für ist. Aber sei es drum, was viel mehr vermisse, ist etwas Musik. Das war im ersten Teil ja auch so. Hintergrund leichte plätschernde Musik oder wenn irgendwie Kampf kommt, jetzt was Energisches, das würde das Spiel enorm aufpäppeln. Vielleicht kommt da irgendwann mal ein Patch. Die haben ja auch im ersten Teil ab und zu immer wieder was reingepatcht. Das ist ja. Hoffen wir, dass da noch was kommt. Wie es drum sei, wir sind dabei, uns die Gegend zu erkunden. Hier oben sind neue Einheiten, die wir kriegen können. Die haben wir jetzt entdeckt. Wir wollen schauen, was hier und hier ist und tun uns gar nicht so doll mit der Belagerung beschäftigen. Ich werde ein bisschen mal was draufschießen. Wir laden sowieso neu. Erstmal schauen, was hier an den drei Stellen ist. Und da die Map nicht so groß ist, werden wir uns wirklich wohl hier drauf konzentrieren. Und ich kann da wahrscheinlich noch einen zweiten Turm bauen. Was wir auch direkt mal tun, damit wir hier nicht so Ärger kriegen. So, dich erstmal kaputt machen, bevor du hier die Festung zerstörst. Wir können auch mal reparieren. Ist die Frage, ob sich das lohnt, aber sehr wahrscheinlich schon. Hat er sich jetzt repariert oder hat er die Festung repariert? Man kann es gar nicht sehen, ne? Naja, also auch schon wieder was Gutes, was uns dann wieder ein bisschen mehr bringt. Also, an Erfahrung bringt, wie das Spiel funktioniert. Kravum. Da kommt schon das nächste Katapult. Also ich glaube, wir müssen wirklich ein paar Türmchen mehr bauen. Ja, also wenn das reparieren war, dann war das sinnlos. Schnellstmöglich auf jeden Fall da Türme hinbauen. Wir kommen im Auftrag der Zarpriesterin. Orks beladern Horak. Wir benötigen alle Kräfte, die wir bekommen können. Nehmt, wen ihr braucht. Tippe auf ein Feld, auf dem sich keine Einheit befindet. Es öffnet sich ein Spielmenü. In dem kannst du die aktuelle Spielrunde für sofort beenden. Danke. Ja, das kenne ich. So, nächste Einheit. Und das war das, was ich am Suchen war, dass man... Ah, nee. Das war das, ne? Nee. Aha. Was sind das hier für Gebäude? Wieso kann ich das bei denen nicht bauen? Seltsam. Hier geht es. Hier kann ich Bauer jetzt produzieren. Wir haben da ein Schwert. Da haben wir eine Fiole. Okay. Wir finden noch raus, was da ist. Und wenn das hier ein Rundkreis ist, könnte es natürlich sein, dass irgendwann Einheiten hier rüber rumkommen. Aber da jetzt so viel Kram kommt von Nordwesten, sollten wir wirklich hierhin produzieren. Türme. Unbedingt. Unbedingt. Ja, ich hätte vielleicht längst mal darüber gehen sollen, um zu schauen, was es da gibt. Wird es ja wahrscheinlich schneller gehen, wenn ich neu lade und wir starten direkt darüber. So machen wir es auch. Zack. Na, nochmal. Spiel laden. Mission 11. Noch einmal stürmt, noch einmal. Zack. Und meine Elfe darf sich hier den Osten anschauen. Durchs Wasser. Nächste Runde. Aha, eine Höhle. Ja, das ist natürlich interessant. Wo es hier wieder sehr wahrscheinlich nicht weitergeht. Hat auch noch ein Stück. Ey, echt einer Schritte jetzt im Wasser. Wie übel. Naja, gut. Wäre vielleicht so rum schneller gegangen. Ja, ja, ihr greift mich an. Ihr seid ganz schlimme Orks. Lausburg. Oha. Ah ja, das war die Streitachse, richtig. Oh, so viele von euch. Ja gut, da werden wir auf jeden Fall reingehen. Können wir also abhaken eigentlich. Da ist eine Höhle, die müssen wir erkunden.
Das werden wir auf jeden Fall tun. Die Frage ist, lohnt es sich das recht früh zu tun, wo so Tausende von Armeen gerade auf uns runterstürmen? Sehr wahrscheinlich nicht, weil ich ja mindestens dann zwei oder drei Einheiten hier runtersetzen muss. Auf jeden Fall den Krieger und irgendeinen Fernkämpfer oder so. Und sogar sehr starke Spinne. Nee, 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 nee. Also das werden wir dann für nach der Schlacht. Ich kann ja hoffentlich danach noch was machen. Aufbewahren. Da gibt es irgendwas Cooles. Könnte natürlich sein, dass da Gold drin ist. Und was natürlich dann einen Kampfvorteil gibt. Ah, müssen wir mal schauen. Aber interessant wird noch sein, was hier rechts unten ist. Ob es sich da lohnt, eine Einheit hinzuschicken, weil da erstmal keine Gegner sind. Chojin ist geil mächtig geworden. Oha! Hier gibt es Bauern. Und das Geile ist, die können die Felder ernten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da müssen wir schnellstmöglich hin. Und wir testen das noch, ob das wirklich so ist. Aber das Feld gibt uns ja Geld, was wir ja unbedingt brauchen. Also da müssen wir auf jeden Fall hin. Finden wir direkt mal raus. Haha, sehr wahrscheinlich muss ich erst den Dialog haben, bevor da unten die Einheiten auf mich reagieren. Das kann sein. Komm, testen wir doch direkt mal. So sieht's aus. Und wir haben noch eine 10er Fiole und einen 10er Heiltrank. Ja, das ist ganz nett, aber nicht lebensnotwendig. Geh du mal rein. Wir müssen, glaube ich, einen Dialog haben, damit es da unten geht. Bla 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 bla. Und Zwerg hinterher. Hallölö. Ach, noch eine. Eieiei. Ja, jetzt sieht es schon anders aus. Ach, vergiftet. Hast mich erwischt. Aber wir finden raus, was da. 100 Gold. Das ist die Frage. Lohnt es sich? Und so wie es aussieht, macht Tom das alleine. Wahnsinn. Hätte ich nicht erwartet hier. Wir müssen mal gucken, wie die Kämpfe hier ausgehen. Ist auch ein bisschen Glücksspiel. Nächste Runde. Helmsklamm werdet ihr nie einnehmen. Vergesst es. Patzer. Schon kriegt man einen Schiss, wenn man alleine unterwegs ist. So, dann wollen wir mal schauen. Hier kriegen wir jetzt das erklärt, dass wir nach Nordosten gehen sollen. Ja, weiter. Bom, 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 bom. Ja, haben wir mitbekommen. Zu den Waffen. Ogerlöffel. Riesiges Katapult. Nordöstlich von hier sind welche. Helft uns. Bla, bla, bla. Okay. Es kann auch sein, dass wir nach dem Osten erst einen Dialog kriegen für Verteidiger Horak. Vernichte sämtliche feindliche Einheiten. Können wir den jetzt nutzen? Nee. Das kommt bestimmt ein Dialog irgendwann, dass wir hier hingehen sollen. Ah, doch nicht. Ich muss einfach die Elf anklicken, die in der Nähe ist. Werte Bauersleute, Horak steht unter Beschuss. Stellt eure Erträge zur Verfügung, sonst überrennen euch bald die Orks. Verfügt über uns. Ja, bitte. Wir helfen euch gerne. Das ist gut. Da kriegen wir 15 und hier nochmal 15. Das heißt, jede Runde 30 Gold, bis das Feld abgeerntet ist, was auch passiert, wie wir gesehen haben. So viel dazu. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt auch noch in dem Video starten werden. Wir wissen halbwegs über die Karte Bescheid. Natürlich nicht ganz. Da kann natürlich dann noch ein, ja, was heißt Fail, aber es kann auch zu Schwierigkeiten kommen. Wenn da ein Balrog auf einmal ankommt oder dergleichen. Wer weiß. So. Dann würde ich sagen, Tränke lassen wir Tränke sein. Wichtig ist, dass wir schnell mit der Verteidigung vorankommen. Und dass die Dialoge schnell starten. Deswegen darfst du schön hier oben hin. Bom, 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 bom. Aber die sind noch gar nicht da. Und wir haben schon unsere erste Einheit bekommen. Sehr schön. Jetzt machen wir direkt noch den. Ah! Machen wir noch direkt. Ach, sehr gut, ich hab's verstanden.
Ja, aber die Einheit ist noch gar nicht da. Es ist so programmiert, dass sie erst in Runde 2 kommt. Elfenbogen 1W plus 7. Geile Sache. Ja, aber da komme ich erst nach der Schlacht dran. Das kann ich wohl ziemlich vergessen. Du darfst direkt mal hier hingehen. Dich setze nur ein Feld runter. Und da ich will, dass die Einheiten hier näher kommen, setzen wir, weiß ja nicht, wie es programmiert ist. Nee, Moment mal. Was war das? Das wollten wir. Ein Turm bitte dahin. Weil nicht, dass die Einheit sich dann ein Stück weiter weg bewegt, weil sie da getroffen werden kann, so programmiert ist oder dergleichen. Wäre nicht gut. Hoffentlich reagiert sie jetzt schon nicht so irgendwie in der Art. Würde zu Schwierigkeiten führen. Ja, wir haben schon drei Einheiten, das ist schön. Zwei starke Krieger. Können wir vor die Tore setzen, solche Leute? Ja, du sollst ja nicht im Weg rumstehen, aber ja, dann bleib doch einfach mal da stehen. Ach, jetzt habe ich ihn doch gesetzt. Ja, gut. Schöner Vorführeffekt. Zauber. Du musst schnellstmöglich da oben hin. Obwohl eigentlich besser wäre, wir würden mit Chojin rennen. Der kann am meisten Bewegungspunkte, hat der. Das würde sich, glaube ich, am ehesten lohnen. Ach, wir haben gar nicht geschaut, was du für Gegenstände bei dir hast, ne? Eine Magierrobe. Die natürlich nicht viel kann, aber du sollst am besten auch gar nicht getroffen werden. Der Magierstab ist natürlich total grottig. Waffenmodifikator, beides Defizite bei Attacke und Parade. Bruchfaktor, er ist unzerstörbar, das ist natürlich super. Aber naja, ne? Bei 16 Körperkraft hätte er 1W plus 2, was uns auch nichts bringt. Also mit Kämpfen damit ist sinnlos und verteidigen wird, glaube ich, auch sinnlos sein. Du wirst sowieso getroffen. Selbst wenn ich das ganz weit oben habe. Hast du sonstiges? Hast du auch nichts bei dir? Also eigentlich musst du die ganzen Astralkränke kriegen. Ja, das hätte man vielleicht am Anfang auch machen sollen. Dazu ist jetzt zu spät. Wir werden jetzt so weiterspielen. Ich will wissen, was hier noch abgeht und will metzeln. Ja, Mann. Freue ich mich jetzt schon drauf. Natürlich bist du ideal zur Verteidigung hier. Schönen Fernkampf immer weiter draufhauen. Und was wir auch nicht geschaut haben, war wegen Steigerung. Oh, aber die hast du jetzt nicht zur Verfügung, oder? Echt, du hast 900 Punkte zur Verfügung. Warum? So viel haben wir bekommen. Wir haben 200 oder so bekommen. Sonderfertigkeit. Schnellladen haben wir drin. Scharfschütze ist eine Kampfaktion mit Ansage. Der Ansagewert kann in Grenzen von plus 1 bis zum Talentwert Bogen eingestellt werden. Hierdurch wird der Attackewert der Elfe um die Ansage reduziert. Gelingt ihr ein Treffer, werden die Trefferpunkte um die Ansage erhöht. Kann cool sein. Kann definitiv cool sein. Müssen wir noch überlegen. Nicht, dass du da nicht mehr triffst. Also ausweichen ist aber auch geil. Aber eigentlich sollst du nicht getroffen werden. Das mache ich, glaube ich, als letztes hoch, weil wichtig ist, dass du eigentlich gar nicht getroffen wirst. Scharfschütze könnten wir echt mal ausprobieren. Bis zum Talentwert Bogen eingestellt werden. Das ist schon krass. Und wir haben Bogen auf wie viel? Auf 11. Könnten auf 19 es bringen. Was natürlich dann auch sinnvoll wäre, damit wir überhaupt noch treffen, wenn wir die Sonderfertigkeit haben, weil das hat ja Defizite. Hierdurch wird der Attackewert der Elfe um die Ansage reduziert. Das ist natürlich ein Problem, weil wir dann nicht mehr so eine hohe Attacke haben. Das heißt, wir sollten, bevor wir das machen, erstmal das so hoch wie möglich bringen. 23, das ist schon viel. Das ist sehr viel. Komm, wir machen mal 22 und testen das mal aus, indem wir jetzt die Sonderfertigkeit Scharfschütze lernen. Schön, aber
Acceleratus Blitzgeschwind sollst du auch irgendwann mal lernen. Aber du hast 7, 10 und 14, das ist mies. Das ist echt mies. Aber werden wir sie wahrscheinlich. Sie muss es irgendwann lernen. Auf jeden Fall kannst du jetzt schon mal ganz gut mit dem Bogen schießen, dass du nächste Runde auch beweisen wirst. Also ganz gut durchgekommen, würde ich sagen, die erste Runde. Da werden wir einen Speicherstand anlegen, damit ich das mit den Dialogen und so nicht immer wiederholen muss. Und wir nehmen mal dich. Bitte schön. Auf zur nächsten Runde. Gegner schon da. Aha, da kommen die ersten. So sieht's nämlich aus. Ey, näher dich nicht meiner Stadt, du Wurm. Okay, du triffst da noch keinen, du bleibst da, aber das ist eine ganz gute Stelle. Und dann müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Du könntest. Also, ich hoffe ja eigentlich, dass er ein Feld näher geht. Ich muss das so oder so dahin bauen, oder? Also, komm. Hey, fast down. Nice. Nee, bleib mal bitte da. Dich schicken wir jetzt mal weg in der nächsten Runde. Du darfst nicht kaputt gehen. So, wir können zwei Türmchen noch bauen. Diese wahrscheinlich hier unten hingesetzt werden. Und da drin sind nochmal 100 Gold, womit wir einen weiteren bauen könnten. Du wirst direkt mal losgeschickt. Wir brauchen Ressourcen. Und ich glaube, du rennst erst nach unten, weil wir Geld brauchen. Das ist eigentlich das Dringendste. So. Wir können versuchen, einen Axelatus, den wir nicht erlernt haben. Das ist auch keine Punkte. Das heißt, wenn er auf 0 ist, können wir ihn gar nicht. Grrr. So viel dazu. So, du das weiter hoch. Obwohl, warte mal nicht, dass er da nicht mal raus kann oder sowas. Und kannst du mal stoppen hier? Dankeschön. Mein Zwerg erstmal in die Festung bringen. Hey, was ist denn hier los? Du hast auch ein paar Punkte bekommen. So, und bei dir müssen wir unbedingt die Kampffertigkeit höher bringen. Dankeschön. Und wir haben bei dir noch nicht geschaut, was bei dir steigerbar wäre. 583. Was haben wir denn noch für Kampffertigkeiten bei dir? Wir könnten das erhöhen. Was ja eigentlich ziemlich geil ist. Aber. Rüstungsgewinnung 3 wäre interessant. Und da wurde mir auch gesagt, ich hatte mich ja gewundert mit der Rüstungsgewöhnung, mit der Behinderung, warum verändert sich das nicht? Und das tut es auf jeden Fall. Ich hatte das bloß wohl irgendwie falsch gesehen. Kann man direkt mal reingehen. Rüstung. Es geht um die effektive Behinderung. Die verändert sich da irgendwie durch. Rüstungsschutz 2. Und zieh mir direkt mal das Kettenhemd an, würde ich sagen. Runde Ende. Ja, und die Mistkerle schießen natürlich direkt auf meinen Baumeister, der sich direkt mal zurückziehen wird. Seid ihr des Wahnsinns? Hört auf, um mich zu schießen! Schade, das Katapult erreichen wir nicht. Sollten wir uns um den Rambock kümmern. Den du leider auch noch nicht erreichst. Aber den Fernkämpfer. Nee, das macht dann meine Elfe. Die soll die schönen vielen Erfahrungspunkte kriegen. Genau. Tot. Zu
so viel dazu. Ja, und wie es hier weitergeht, zeige ich euch beim nächsten Mal. Bis demnächst, euer Chojin.